Space. Nun, meine Damen und Herren, nachdem Sie vielleicht ein oder zwei Gläser, die uns auf der einen Seite das Weingut Lustig aus Rohrendorf und auf der anderen Seite das Weingut Fehlmann von Falkenstein so freundlich zur Verfügung gestellt haben, genossen haben, darf ich Sie einladen, eine Stunde ungefähr einen intellektuellen Genuss auf sich zu nehmen. Es ist ja sicher nicht selbstverständlich, dass man diesen Luxus des intellektuellen Genusses so genießen kann. Auch da sind wir dankbar, dass wir das machen können, den hier angeschriebenen Ministerien für Finanzen, für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, für Bildung und Frauen, für Verkehr, Innovation und Technologie. Wir danken auch der Wirtschaftskammer Österreich, dass das alles möglich ist. Es ist auch wirklich nicht selbstverständlich, denn vor knapp 70 Jahren war es ganz anders. Vor knapp 70 Jahren, müssen Sie sich vorstellen, war die Zeit verheerend. Und das ist nur ein äußeres Bild dieser inneren Verheerung. Sie sehen hier die sogenannte Philosophenstiege, wie sie ausgesehen hat nach den Zerstörungen. Aber diese Zerstörungen, die Sie hier sehen, sind nur Bilder von einer wirklichen inneren Zerstörung, die es gegeben hatte, einer Aushöhlung. Und die Universität lag völlig danieder. Ich erlaube mir, obwohl das Mathematische in diesem Vortragsreihen im Zentrum steht, hier doch einen Nicht-Mathematiker Ihnen vorzustellen, jenen, der die Universität Wien, sozusagen das Paradigma für die Universitäten in Österreich, der Universität Wien, gleichsam wieder selbst neu gegründet hat. Sie müssen sich vorstellen, dieser Mann war damals nicht einmal, wie man sagt, habilitiert, er war gar kein Dozent, er war nur ein kleiner Doktor, aber er ist zu den sowjetischen Soldaten gegangen und hat gesagt, wir müssen diese Universität wieder aufbauen, und die haben den Stempel dafür gegeben. Das ist der spätere Professor für Judaistik, Kurt Schubert. Ich kenne ihn ein wenig, ich kenne ganz gut, kannte ganz gut einen seiner Klassenkollegen. Wir waren alle in der gleichen Schule, dem Theresianum. Im Theresianum hat mir Bucker Fürstenberg, sein Kollege in der Klasse, erzählt, dass er von den politischen Umständen ganz besonders betroffen war, aber er so ein Traum-ich-nicht-Kind war, dass sie alle angenommen hatten, wenn dann der Krieg beginnt, ist er wohl das erste Opfer. Das war aber gar nicht der Fall. Er hatte das Glück, dass er nur als arbeitstauglich gegolten hat und hat begonnen in den 40er Jahren, man stelle sich das vor, aufgrund seiner einerseits der Schulbildung heraus und des Widerstandes gegen das Regime heraus, ein hebräisches Studium anzusetzen. In dieser Zeit hatte promoviert über die Außenpolitik des König Hammurabi. Und als dann die Universität wirklich völlig zusammengebrochen war, war in einer Gruppe von einigen, die den Widerstand nahegestanden sind, unter dem Pius Strobel, ist er gegangen tatsächlich zu den sowjetischen Soldaten, hat gesagt, diese Universität wird neu gegründet und ich sorge dafür, dass das gut läuft. Also in gewisser Hinsicht, diese Universität feiert jetzt ihr 650-jähriges Jubiläum, wurde gegründet von Rudolf IV., aber in gleicher Augenhöhe können Sie den Judaisten Kurt Schubert in einem Atemzug erwähnen. Also Österreich. Die österreichische Universitätslandschaft, die hat sie ausgeschaut damals, nach dem Zweiten Weltkrieg. Welche Universitäten gab es? Es gab natürlich die älteste, die Universität Wien, 1365 gegründet. Die zweitälteste der Universitäten ist die in Graz, gegründet 1585. Im Jahre 1669 wurde die Universität in Innsbruck gegründet. Das waren die klassischen Universitäten mit den damals drei großen Fakultäten, Medizin, Juristerei und Theologie. Und dann später kam die Philosophie aus dem Collegium Logicum dazu. Aber nach Napoleon, als man merkte, dass die Technik entscheidend war für die Macht des Staates, hat man sich entschlossen, technische Universitäten zu gründen. Die erste war 1811 in Graz und gleich danach
1815 die Technische Universität in Wien. Und das sind die Universitäten, die es damals gegeben hatte, wo Mathematik intensiv gelehrt wurde und auch geforscht wurde. Es gab natürlich noch andere Universitäten zur damaligen Zeit, die mathematisch aber, also von unserem Gebiet her, nicht so interessant sind. Das war die Universitätslandschaft in Österreich damals. Und ich möchte Ihnen sozusagen ein wenig von dieser Zeit erzählen, knapp nach 1945, in diesen ersten Jahren. Ich erzähle nur von Persönlichkeiten, die bereits verstorben sind, von niemandem, der jetzt lebt, weil das wäre dann sehr ungerecht, wenn ich dann jemanden erwähnen würde und jemand anderer gleichrangiger wird nicht erwähnt. Dieser Gefahr will ich mich gar nicht aussetzen. Ich entziehe mich hier, wenn Sie so wollen, aus Feigheit. Aber das ist halt so. Es ist auch besser so. Lassen Sie mich vielleicht beginnen mit der Technischen Universität in Graz, die das Glück hatte, die Mathematik gleichsam von der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, von der Zeit vor der Machtergreifung, vor dem sogenannten Anschluss, dass dort schon bereits ein vollkommen politisch integrer Professor die Mathematik vertreten hat, Bernhard Baule, der aus seiner Abhängigung gegen Hitler nie ein Hehl gemacht hatte, weil er von einer katholischen Studentenverbindung hergekommen ist und daher gleich nach 1945 in Graz weiter unterrichten konnte. Baule war ein Hilbert-Schüler. Hilbert war der größte Mathematiker des 20. Jahrhunderts, des Anfangs des 20. Jahrhunderts und hatte eine unglaubliche Vielzahl von Schülern, die bei ihm dissertierten. Und Baule war einer von diesen und hatte eigentlich vor allem als Lehrer gewirkt. Besonders wichtig war für die Technischen Universitäten, also damals Technische Hochschule, war nicht Universität, Hochschule, Technische Hochschule, war, dass der Mathematikunterricht, die Lehre in Mathematik, solide und genau erfolgte. Und das ist bei Baule geschehen. Er hat 7 kleine Bücher herausgegeben über die Mathematik des Naturforschers und des Ingenieurs. Und selbst heute noch greifen einige zu diesen Büchern, weil es zwar ein bisschen in antiquierten Stil geschrieben, aber doch sehr gut erklärt ist. Und gleich in Nachbarschaft zur Technischen Universität in Graz ist die Universität Graz selbst, die es eigentlich nicht so gut erwischt hat. Viele der damaligen Lehrer vor 1945 mussten hinausgeworfen werden und man musste die Stellen neu besetzen. Man fragte sich, wie werden wir die neu besetzen? An sich hatte Graz einen guten Ruf und tatsächlich hatten sich für die Mathematik 2 renommierte Personen beworben. Auf der einen Seite Franz Rellig, der aus Tramin stammte. 1906 ist er in Tramin geboren, in Südtirol und in Göttingen studierte. Bedeutend in der Theorie der Differentialgleichungen war, mit Heisenberg zusammen sich gekümmert hat um die mathematische Begründung der Quantentheorie. Er wollte nach Graz ziehen und der bedeutende Algebraiker Bertel Leendert van der Waarden, ein Holländer, der ein richtungsweisendes Algebra-Buch geschrieben hatte, hat bei Emmy Noether gearbeitet, der großen jüdischen Mathematikerin in Göttingen. Und die beiden wurden von der damaligen Kommission Van der Waarden primo, also als erster Stelle, und Rellig secundo, an zweiter Stelle, primo et secundo loco, auf die Besetzungsliste gestellt. Und auf den dritten Namen war ein dortiger Mathematiker, dessen Namen ich, ehrlich gesagt, ich habe ihn sogar vergessen, ich will ihn NN nennen, weil ich Ihnen sagen möchte, wie das Ministerium auf diesen Besetzungsvorschlag, also 2 Sterne erster Ordnung und dann ein anderer Stern, reagiert hatten. Das Ministerium schrieb dazu: Von den 3 genannten ist nur der an dritter Stelle angeführte Privatdozent, NN Österreicher, aus der Grazer Mathematischen Schule hervorgegangen und hält bereits seit 10 Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg Vorlesungen und Übungen. NN hat sich überdies besondere Verdienste dadurch erworben, dass er unmittelbar nach der Befreiung Österreichs im Sommer 1945 aus eigener Initiative den Vorlesungs- und Übungsbetrieb am Mathematischen Institut wieder aufgenommen und im vollen Umfang durchgeführt hat.
Es ist nun nicht einzusehen, schreibt das Ministerium. Warum? Wenn in Graz selbst ein so verdienter und sowohl im vorliegenden Ernennungsvorschlag als auch im Antrag für die Titelverleihung so ausgezeichnet qualifizierter Fachwissenschaftler wie Privatdozent NN, der auch Österreicher ist, zur Verfügung steht, anlässlich der Besetzung der Grazer Lehrkanzel für Mathematik auf auswärtige Hochschullehrer, die zudem weder Österreicher sind, noch jemals an österreichischen Universitäten tätig waren, gegriffen werden sollte. Also Rellig war ja aus Südtirol und Van der Wadens Frau war aus Graz, aber das wollen wir weglassen. Überdies, und jetzt kommt der Punkt natürlich, den das Ministerium wesentlich bewegt hatte, sprechen auch Erwägungen finanzieller Art dafür, Privatdozent NN und nicht die auf Primo, Secundo Loco genannten Kandidaten auf die Lehrkanzel für Mathematik an der Philosophischen Fakultät Graz zu berufen. NN wäre nämlich zunächst bloß zum Extraordinarius zu bestellen, während die Professoren Van der Werden und Rellig, abgesehen von den Schwierigkeiten und hohen Kosten eines Umzuges vom Auslande nach Graz, im Hinblick darauf, dass sie beide bereits an anderen Universitäten als ordentliche Professoren gewirkt haben, sofort Ordinarien, allenfalls unter Anrechnung erheblicher Vordienstzeiten, ernannt werden müssten. NN dagegen ist als Mittelschullehrer ohnehin bereits österreichischer Staatsbeamter und würde daher bei seiner Ernennung zum Hochschulprofessor an sich keine Mehrbelastung des Staatshaushaltes bedeuten. Die Technische Hochschule in Wien, Sie müssen sich vorstellen, es gab etwa 55 Professoren in der Größenordnung, 46 mussten entlassen werden, weil sie schwer belastet waren. Einige wurden dann später natürlich wieder eingestellt. In der Mathematik konnte man gewinnen, Adalbert Duschek als Lehrer für die künftigen Ingenieure. Er war völlig unbelastet, er war auch Mitglied der Sozialistischen Partei, war auch Parlamentarier. Starker Hitler-Gegner. Und er ist wie Paule ein großer Lehrer gewesen. Auch er hat ein Buch geschrieben über höhere Mathematik, ebenfalls für Ingenieure, wo man sagt, diese Ingenieurbücher, das ist so die Mathematik, wo die Kochrezepte drinnen stehen, das ist ja gar nicht die richtige Mathematik. Und genau da schreibt Duschek hinein, nein, es muss die Mathematik vom Feinsten sein, die in diesen Büchern geschrieben wird. Er hat auch, ist auch wirklich ein höchst lesenswertes Buch, wobei sich Duschek im Beginn des Buches ein bisschen zurückgenommen hat und das Buch so bewertet hat, wie Roder Roder Bücher beschrieben hatte, nämlich mit der Erklärung, aus einem Buch abschreiben gibt ein Plagiat, aus zwei Büchern abschreiben gibt einen Essay, aus drei Büchern wird eine Doktordissertation, aus vier Büchern ein fünftes gelehrtes Buch. Aber auch ein wertvolles Buch. Drei Bände. Nebenbei gesagt hat er noch ein Buch über die damalige Tensoranalysis geschrieben, die in aller Munde waren. Es gibt in der Mathematik, man glaubt es nicht, Modeströmungen. Und Tensoranalysis, das galt damals als sehr, sehr zukunftsweisend. Ein weiterer Professor an der Technischen Hochschule in Wien war der Altösterreicher, in Wien geboren, 1886 in Wien geboren, Paul Funk, der ein schweres Schicksal hatte. Auch er war ein Hilbert-Schüler. Er war Professor in Prag und wurde dann sofort, nachdem Hitler Böhmen und Mähren erobert hatte, nach Theresienstadt, aus rassischen Gründen, wie man damals sagte, deportiert und kam dann als schwer Geschädigter des Hitler-Regimes ab 1945 als Professor nach Wien. Ein bedeutender Mann, der nicht nur als Lehrer wichtig war, sondern auch als Forscher. Über Variationsrechnung hat er ein Werk verfasst. Die Technische Hochschule Wien hatte also durch diese mathematischen Lehrer, und es gibt noch viele andere, Inzinger, Bukovic, die dann später dazugekommen sind, einen hohen Ruf erworben, ebenso auch die Technische Hochschule, später Universität Graz. Ich will Ihnen nur einen Namen nennen, der aus der
TH Wien hervorgegangen ist, der vor kurzem gestorben ist. Das ist Heinz Zemanek. Ich habe ihn persönlich gekannt, ein sehr bescheidener Herr, wenn man bedenkt, dass er in Österreich gleichsam auf Augenhöhe mit den Amerikanern den Computer mit erfunden hatte. Damals, zu dieser Zeit, hatten die Amerikaner die ersten großen, starken Rechenmaschinen erfunden, die wirklich Unglaubliches leisteten, und sie hatten sie genannt Blizzard, so nach diesen Wirbelstürmen, Tornado, Hurricane. Und deshalb hat Herr Zemanek seine Rechenmaschine, die Sie hier sehen, Mailüfterl genannt. Ich erlaube mir jetzt nun, nach Westen zu gehen, zur Universität nach Innsbruck, die ähnlich wie die Technische Hochschule in Graz das Glück hatte, dass ein Altösterreicher völlig unverdächtig irgendwelcher Sympathien dem Naziregime gegenüber schon seit langem an dieser Universität gelehrt hat. Leopold Vietoris, der 1891 geboren war, also bereits im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte. In Bad Radkersburg in der Steiermark ist er geboren. 1891 geboren, 2002 ist er in Innsbruck gestorben. Er hat ein ganzes Jahrhundert erlebt und darüber hinaus. Er war zu seinen Lebenszeiten der älteste männliche Bewohner dieses Erdballs. Und seit 1930 war er Professor in Innsbruck. Es ist auch, er hat immer gesagt, er hat dieses hohe Alter erworben, weil er so sportlich war. Er war wirklich sportlich, er ist noch als 90-Jähriger fleißig Ski gefahren. Hier sehen Sie ihn mit seiner zweiten Frau. Er war nämlich von 1928 bis 1935 mit einer Clara von Riccabona verheiratet, die im Kindbett gestorben war. Und dann heiratete er 1936 die Schwester Maria. Und mit der war er 66 Jahre lang verheiratet. Also auch sie ist über 100-jährig gestorben. Aber nicht nur das ist bemerkenswert an diesem großen Professor Vietoris, sondern seine mathematischen und seine didaktischen Leistungen. Auch er hat zusammen mit seinem Schüler Lox ein Buch geschrieben, ein Lehrbuch über Differential-Integralrechnung. Aber vor allem war er ein bedeutender Forscher. Er hat das untersucht, was man heute Topologie nennt und damals Analysis Situs. Das ist der lateinische Name dafür, und einen Begriff erfunden, den ich Ihnen ganz kurz nur andeuten möchte, und zwar auf die primitivste und eigentlich schändlichste Art und Weise, nämlich, weil es so einfach ist, ich betrachte eine Menge, die besteht nur aus 4 Elementen. Und Sie müssen sich vorstellen, statt dieser 4 Elemente müssen Sie unendlich viele Elemente nehmen. Das könnte ich Ihnen nicht aufzeichnen, weil dann der Begriff zu kompliziert ist. Aber bei 4 Elementen, die heißen 1, 2, 3, 4, geht das. Diese Menge, die aus diesen 4 Elementen besteht, 1, 2, 3, 4, die hat 4 Teilmengen, die nur aus nur 3 Elementen bestehen, nämlich 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. Sie hat 4 Teilmengen, die nur aus, ja nein, sie hat 6 Teilmengen, Gott sei Dank, die aus nur 2 Elementen besteht, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Dafür hat sie 4 Teilmengen, die aus nur einem Element besteht, 1, 2, 3 und 4. Und wenn Sie so wollen, eigentlich sollte man das gar nicht betrachten, aber dann gibt es noch das Nichts, das sozusagen die leere Menge ist, die Teilmenge von all dem ist. Und nun führt Vietoris eine Familie von Teilmengen ein, die er als einen sogenannten Kranz genannt hat. Ein Kranz. Ein Kranz, das ist gleichsam etwas, wo sich ein grüner Faden von oben nach unten zieht. So muss man sich das vorstellen. Es ist so, dass bei diesem Kranz, also in dem Kranz, sind die grünen Teilmengen drinnen. Die leere Menge darf im Kranz nicht drinnen sein. Und es muss so sein, dass, wenn man den Durchschnitt von 2 solchen Teilmengen betrachtet, dieser Durchschnitt jedenfalls irgendwie umfassen muss eine grüne Teilmenge, die drunter liegt. Das ist sogar die Durchschnittsmenge selbst, also die Menge, die nur aus 1 und 4 besteht. Und weiters muss bei diesem Kranz von den unteren Teilmengen man in jeder Richtung nach oben gehen können, und all die Richtungen, wo man nach oben gehen kann, bekommt man Teilmengen dieses Kranzes. Ja. Also hier zum Beispiel sehen Sie einen ganz besonders großen Kranz, den man später den Ultrafilter, der sozusagen in 1 alles hineinfiltert. Denn das Wort Kranz
verwendet kein Mathematiker, man spricht von Filter, denn der gleiche Begriff wurde praktisch zur gleichen Zeit vom französischen Mathematiker Fréchet erfunden und der Begriff Filter hat sich durchgesetzt und dass Vietoris denselben Begriff entdeckt hatte, das wissen eigentlich nur ganz wenige, Sie gehören zu diesen wenigen, Sie wissen es jetzt. Und höchstwahrscheinlich hat Vietoris diese Begriffsbildungen alle gefunden durch die Kenntnis und durch das Kennenlernen eines ganz bedeutenden Mathematikers, den ich Ihnen schon bei dem letzten Vortrag, falls Sie anwesend gewesen sind, werden Sie sich vielleicht erinnern, vorgestellt hatte, dem holländischen Mathematiker Brouwer. Und Sie sehen hier Brouwer, wie er in der Tafel zeichnet. Und da sehen Sie bei diesen Tafelzeichnungen, wie da immer so ein Fächer nach unten weist. Brouwer nannte das Fächer. Ja? Und das hat mit diesem Kranz zu tun. Obwohl Vietoris nicht der brouwerschen mathematischen Philosophie angehangen ist, hat Vietoris Brouwer sehr geschätzt und Brouwer selbst hat Vietoris als Assistenten hochgeachtet. Den zweiten Innsbrucker Mathematiker, den ich Ihnen vorstellen möchte, das ist Wolfgang Gröbner. Eigentlich ist er sehr berühmt aufgrund des Begriffes der sogenannten Gröbner-Basen, die er aber gar nicht gefunden hat. Die hat ein Schüler von ihm, Bruno Buchberger, gefunden oder, wenn Sie so wollen, entdeckt oder, wenn Sie so wollen, erfunden. Und hat sie seinem Lehrer Gröbner zuliebe Gröbner-Basen genannt, diese Dinger, und hat dann lächelnd gemeint, der wusste gar nicht genau, was ich damit meine. Aber Gröbner hat einerseits als Lehrer wesentlich gewirkt, indem er ein Buch verfasst hat über die mathematischen Methoden der Physik mit seinem Kollegen Lesky. Und auf der anderen Seite ist Gröbner dadurch auch bekannt, dass er zusammen mit einem Kollegen während des Krieges, als sie abgestellt waren, irgendwelche Rechnungen in Braunschweig durchzuführen, die scheinbar gebraucht wurden, hat er mit seinem Kollegen Nikolaus Hofreiter verfasst ein Buch, das er nannte, an sich ein zweibändiges Werk, das er nannte Integraltafeln. Das sind große Quartbücher, wo, wenn Sie so wollen, alle Integrale, die man ausrechnen kann, ausgerechnet sind. Dieses Buch ist insbesondere deshalb bemerkenswert zu lesen, weil es ist geschrieben in Handschrift. Es ist handschriftlich, in feinster Handschrift, wunderschön verfasst. Der das gezeichnet hat, kalligraphisch, hat Jakob Laub geheißen, späterer Mittelschuldirektor. Und auch Verfasser von Schulbüchern, ist er dann wirklich reich geworden, durch die Integraltafeln wurde man nicht reich, obwohl Hofreiter immer seinen Studenten gesagt hat, kaufen Sie dieses Buch über die Integraltafeln, jedes Integral kostet Sie nur 50 Groschen. Und ein Buch, das jetzt völlig uninteressant geworden ist, weil diese Integrale rechnet die Maschine in Millisekunden aus, aber damals hatte man diese Integrale berechnen wollen. Hofreiter ist hier abgebildet als junger Mann, da war noch kein Hitler in Österreich, da war noch die Zeit golden. Hier sehen Sie dieses Bild, wo Hofreiter abgebildet ist, neben seinem Kollegen Karl Menger. Karl Menger, der Sohn des großen Nationalökonomen, der auch Karl Menger geheißen hat, aber der Vater hat sich das Karl mit C geschrieben, der Sohn das Karl mit K. Und Karl Menger wäre unglaublich gerne, er musste nach Chicago emigrieren, unglaublich gerne wieder nach Wien zurückgekehrt, an die Universität, wo seine Lehrer waren, ist aber nicht gelungen. Auch wieder ministeriell, man weiß, er wäre gekommen, aber wir können ihm ja nichts Gescheites anbieten, nicht? Also was sollen wir denn da tun? Also, Menger war selbst ein Mitglied des Wiener Kreises, hat auch versucht, in Chicago einen sogenannten Chicago Circle zu gründen. Chicago war aber nicht die Gegend dafür, dass man eine Art Kreis bildet, so wie der Wiener Kreis. Es hat sich nicht, und so wäre Menger, der dann oft nach Österreich gereist ist, so gerne wieder gekommen nach Österreich zurück, aber es ist nicht gelungen. Hofreiter selbst ist in Österreich geblieben, wurde dann ein bedeutender Lehrer von vielen, 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 vielen Mittelschullehrern. Hat dann selbst als älterer Herr nicht mehr publiziert. Die größte Ehre, die er erlebt hatte für ihn, war, dass er Rektor wurde der Universität in Wien. Und zwar vor praktisch genau 50 Jahren. Es war damals das 600-jährige Jubiläum der Universität. Der wirkliche Rektor war damals der berühmte Mediziner Fellinger.
Und Hofreiter war der Rektor, der nach Fellinger das Rektorat bekommen hatte und hatte all dieses Chaos, das nach den Universitätsfeiern übrig geblieben ist, als Mathematiker in Ordnung bringen müssen, was er sehr, sehr gut gemacht hat. Als junger Mann ist aber Hofreiter gar nicht unbedeutend gewesen. Er hat sich mit einer mathematischen Theorie beschäftigt, die erfunden worden ist von einem Freund von Hilbert in Göttingen, der sogenannten Geometrie der Zahlen, die als sehr, sehr schwierig galt. Wohl auch deshalb, weil das Buch von Minkowski über Geometrie der Zahlen sehr schwer zu lesen ist. Und diese Geometrie der Zahlen war eigentlich das Hauptthema der hofreiterschen Untersuchungen. Van der Waarden hat in seinem Buch über Algebra sogar ein Hofreiter-Ergebnis erwähnt. Also er ist ein recht bedeutender Mathematiker gewesen, was heute gar nicht so sehr bekannt ist. Also Geometrie der Zahlen, das bedeutet, die Zahlen selbst stellt man sich ja vor, unter Zahl verstehe ich selbstverständlich nur die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also nicht irgendwelche Bruchzahlen oder gar irrationale Größen, sondern wirkliche Zahlen, das, was man zählt. Ja, wenn Sie so wollen, lassen wir noch zu 0 und minus 1 und minus 2 und minus 3 und minus 4, das braucht man ja, aber das sind die Zahlen, die man besitzt, wenn man in seine Brieftasche schaut. Also man sieht ja auch manchmal negative Zahlen, nicht? Also dann weiß man es, aber das sind diese, ja? Aber keine Brüche. Und diese Zahlen sind dann wie Perlen auf einer Geraden, die man die Zahlengerade nennt. Und diese Perlen sind hübsch, äquidistant, aufgereiht. Und nun kann man sich ja sagen, warum nehme ich einfach nur eine Gerade und habe da die Perlen? Ich könnte ja nehmen eine Ebene und in die Ebene lege ich schön geometrisch in ein Gitter, wie man das nennt, die Perlen. Oder ich nehme den Raum und ich lege in den Raum in ein Gitter diese Perlen. Ja? Also wenn Sie so wollen, haben Sie hier mehrdimensionale ganze Zahlen. Also Punkte des Raumes, die in einem Gitter sind, bilden diese Grundlage für die Geometrie der Zahlen. Und was man untersuchen möchte ist, wenn ich da jetzt hineinwerfe irgendwelche Mengen, rote, grüne, blaue, türkise, gelbe, irgendwelche Mengen. Wenn die Mengen eine bestimmte Form haben oder eine bestimmte Größe haben, wie viele Zahlen sind in der Menge drinnen? Oder kann man diese Mengen so legen, dass da überhaupt nur eine oder gar keine Zahl drinnen liegt? Und diese Untersuchungen sind alle außerordentlich heikel und kompliziert. Minkowski, der Erfinder dieser Theorie selbst, hat einige Probleme aufgestellt, die jahrzehntelang ihre Lösung harrten, bis dann endlich Anfang der 40er Jahre ein österreichischer junger Mathematiker, keine 30 Jahre alt, eines dieser Minkowskischen, hat sogar das zweite auch gelöst, aber das hat zusammen mit ihm ein ungarischer Mathematiker, ein gewisser Hajos gelöst, deshalb nennt man das den Satz von Hajos, aber dieses eine Minkowskische Problem, das schwerere, hat dieser hier links abgebildete Mathematiker Edmund Lafka gelöst und wurde damit zu einer Berühmtheit. Hier sehen Sie Lafka, schon in ein jüngeres Foto, also schon hier weitaus älter, mit seinem Studienkollegen und Assistentenkollegen Schmetterer. Sie hatten beide gleichsam in diesen bitteren Zeiten versucht, dieses Institut der Mathematik halbwegs auf den Beinen zu halten, beide weit weg davon, irgendwelche Allüren für den Nationalsozialismus zu haben. Schmetterer war eher auf der sozialistischen Seite und Lafka war intern, hat es niemals zugegeben, eigentlich ein Monarchist. Und diese beiden hatten also es erlebt, wie dann von Schubert die Universität neu gegründet wurde. Und sie hatten zusammen mit Hofreiter und dann noch mit einem vierten, den ich ganz zum Schluss erwähnen möchte, das Mathematische Institut wieder neu aufleben lassen. Edmund Lafka ist, wenn Sie so wollen, einer der großen österreichischen Mathematiker des 20. Jahrhunderts. Diese Lösung des Problems von Minkowski hat ihn wirklich weltberühmt gemacht. Und der bedeutendste Mathematiker der damaligen Zeit, der in Göttingen wirkende Karl Ludwig Siegel, wollte Lafka gerne bei sich haben. Man könnte über Siegel auch Geschichten erzählen, also es würde einen ganzen Vortrag dauern, denn Siegel war ein sehr eigenartiger Mensch, aber ein Gigant der Mathematik. Lafka selbst hat in seinen Vorlesungen gesagt, es ist, während er noch lebte, Siegel ist 1981 gestorben, es ist der größte lebende Mathematiker. Und Siegel, der König in Göttingen der Mathematik, sagt, Lafka, der sollte nach Göttingen kommen und bei mir forschen. Und man kann wirklich von einem Glück sprechen, dass die
Universität Wien erlebt hatte, dass Lafka es abgelehnt hatte, nach Göttingen zu gehen, sondern lieber in Wien bleiben wollte. Einfach weil er Österreicher war und Österreicher, das Österreichgefühl zu groß für ihn war. Höchstwahrscheinlich auch, weil seine Frau ihn darum gebeten hatte, er möge doch da bleiben. Nach dieser Geometrie der Zahlen hatte sich Lafka einem anderen Thema zugewendet, das auch von einem der, ja, also mit Siegeln mindestens im gleichen Atemzug zu nennenden Mathematikern im Jahr 1916, damals war dieser auch ein junger Mann, entworfen wurde, von Hermann Weyl. Hermann Weyl, 1885 geboren, hat 1916 eine Solitärarbeit geschrieben, eine einzigartige Arbeit. Er war damals, 1916, in Zürich, deshalb war er vom Krieg völlig unbehelligt, konnte also mathematisch treiben, ja, in einem völlig, wie soll ich sagen, ja, Mathematik an und für sich halt, ja, ohne sich zu fragen, braucht man das, kann man damit Waffen erzeugen oder ähnliches. Und ich möchte Ihnen diese Theorie, diese Weylsche Theorie, die dann Lafka übernommen hatte und uns dann weiter vererbt hatte, ein bisschen nahe bringen, damit Sie sehen, womit man sich damals beschäftigt hatte. Weyl betrachtet eine Gerade und auf diese Gerade setzt er nach oben hin einen Kreis. Und diesen Kreis rollt er entlang der Geraden ab. Also Sie müssen sich vorstellen, der Kreis wird entlang der Geraden herabgerollt. Und nun, Sie wissen ja, das hat ein bisschen auch zu tun mit der Geometrie der Zahlen, aber wir sind jetzt ganz eindimensional. Stellen wir uns vor, wir haben auf der Geraden eingetragen Punkte. Punkte. Zunächst einmal, um es ganz einfach zu machen, sind die Punkte hübsch immer im gleichen Abstand voneinander entfernt. Und da die Gerade beliebig lang sind, ist der Zahl der Punkte kein Ende. Und nun stellen wir uns vor, dass wir diese Punkte beim Abrollen auf den Kreis sozusagen übertragen. Das heißt, Sie haben hier diesen Kreis und wir müssen uns vorstellen, der erste Punkt wurde nach dem Abrollen da auf den Kreis, auf die Kreisperipherie eingetragen, der zweite Punkt auf diese Stelle der Kreisperipherie, der dritte Punkt, den wir hier sehen, auf diese Stelle der Kreisperipherie, der vierte Punkt auf diese Stelle, der fünfte, der kommt dahin, beim nächsten Rollen kommt der sechste Punkt. Aha, wenn man Glück hat, aber da muss man wirkliches Glück haben, dann trifft der sechste Punkt wieder den ersten Punkt. Ja, das ist natürlich ein Riesenglück. Und der siebte Punkt würde dann den zweiten Punkt treffen und der achte Punkt würde den dritten Punkt treffen. Und es wäre dann so, dass die unendlich vielen Punkte auf der Geraden auf nur hier zum Beispiel 5 Punkte des Kreises abgebildet werden. Es könnten auch 7 sein. Es könnten auch 31 sein. Aber immer die gleichen. Aber das ist eigentlich, wenn Sie so wollen, und das hat Weyl in dieser Arbeit von 1916 geschrieben, das ist der totale Ausnahmefall. Denn wenn schon die Punkte ein bisschen anders liegen, dann schaut es so aus. Also hier, der ganz linke Punkt kommt auf diese Stelle vom Kreis, der nächste kommt auf diese, der nächste auf diese hier, der nächste auf die, dann der nächste hier auf diese Stelle. Dann geht es weiter, aber es ist nicht mehr der gleiche. Nein, im Allgemeinen wird es wieder ein anderer werden. Und dann wieder da ein anderer. Und dann wieder da ein anderer. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, führen Sie das entlang der ganzen Geraden durch. Und Weyl fragt dann, fast rhetorisch, weil es war ja klar, wie schaut dann das Bild sozusagen dieser Punkte auf dem Kreis aus? Und das Bild schaut so aus. Und zwar in Wirklichkeit so, dass, wenn Sie so wollen, das Grün überall gleich dick grün ist. Also da gibt es nicht ein Hellgrün, wo sich die Punkte eher nicht so versammeln und ein Dunkelgrün, wo die Punkte einander stauen, sondern es ist wirklich gleichmäßig verteilt. Und darum nannte Weyl diese Theorie, die er ersonnen hatte, die Theorie der Gleichverteilung von Zahlen. Der Gleichverteilung von Zahlen und wie er sagte, Modulo 1. Modulo 1 heißt, ich betrachte das auf einem Kreis mit Umfang 1. Ob das 1 der Umfang ist, ist aber, wenn Sie so wollen, eine reine Definitionssache. Und diese Theorie griff Lafka auf. Schon Weyl hat gesagt, die Punkte müssten ja nicht so äquidistant liegen, die könnten ja ein bisschen anders liegen. Ja? Hat einen außerordentlich schwierigen Beweis dafür geliefert, wenn die Punkte nach einem bestimmten Polynomgesetz aufeinander folgen, dass es dann auch noch immer so gleich verteilt ist.
Die Theorie wurde weiter ausgebaut von Mathematikern wie Coxmann, van der Korput, der Name ich einfach nur so erwähne, und anderen mehr. Aber Lafka ist in dieser Theorie gleichsam aufgegangen. Er hat diese Theorie in all ihren Facetten überblickt. Und er hat eine Legion von Schülerinnen und Schülern damit beschäftigt, ihre Dissertation über diese Theorie der Gleichverteilung zu schreiben, denn sie ist eine unfassbar reichhaltige Theorie. Sie können sich ja vorstellen, man kann sich fragen, ja, was ist, welche Möglichkeiten gibt es, wie die Punkte da unten liegen, dass man immer die Gleichverteilung bekommt. Es gibt noch immer offene Fragen. Wenn die Punkte unten so liegen auf der Geraden, wie die Zinsen zunehmen, wenn ich einen Kredit aufnehme, ja, dann weiß man bis heute nicht, ob das gleichverteilt ist oder nicht. Also ist Hausübung. Das ist, also wenn die Punkte plötzlich exponentiell auseinanderdriften und man rollt ab, das ist unklar. Wenn die Punkte so aufeinanderdriften, wie der Logarithmus nur langsam und langsamer wächst, also wenn die Punkte immer näher und näher kommen nach dem Logarithmus, dann weiß man, sie sind zwar dicht, aber da gibt es dann Unterschiede. Da gibt es ein dunkelgrünes und ein ganz hellgrünes Feld. Ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, jetzt hast du aber da die Gerade betrachtet, was ist mit einer Ebene oder mit dem Raum? Nicht? Jetzt, Sie wissen ja, wir betrachten Gitter. Kann man das auch so machen? Kann man auch so machen. Ja. Ja, vielleicht kann man etwas machen, was gar keine Dimension hat, sondern einfach nur so ein, wie man sagt, kompakter Raum ist, wo man die Punkte hineinwirft. Das war sozusagen in den, glaube ich, 1955 eine der Hauptarbeiten von Lafka. Ja. Und die Theorie hat gewuchert und gewuchert. Jetzt kann man sagen, naja, wozu braucht man das? Ja? Und es zeigte sich, und das sind auch eine Fülle von Arbeiten entstanden, das braucht man wirklich zu etwas. Ich muss Ihnen sogar sagen, das ist, ich bekenne es, also ich hatte auch die Ehre, eine kleine Arbeit darüber zu schreiben. Und die Frage, wozu man das braucht, das geht ja immer, auch in akademischen Kreisen, wenn Nicht-Mathematiker dabei sind, kommt sie sofort auf. Und Professor Lafka hat dann bei meiner Vorstellung, bei meiner Dissertation den anderen Akademikern gesagt, ja, es war damals die Zeit, ich habe 76 promoviert, das war die Zeit der Ölkrise, hat er gesagt, ja, mit dieser Arbeit von dem Taschner, da kann man sogar Öl gewinnen. Also er hat natürlich, das ist eine völlige Lüge gewesen, aber er hat das so irgendwie als Aperçu hingestellt. Die Leute haben auch gewusst, dass es ein bisschen eine Übertreibung ist. Ich glaube nicht, also jedenfalls, ich habe kein Öl gewonnen, weil sonst würde ich nicht zu Ihnen sprechen, ich sage es Ihnen. Ich hatte Ihnen gesagt, also die Universität Wien, vor dem Zweiten Weltkrieg, also in der Zwischenkriegszeit, vier große Gestalten. Ja, da war auf der einen Seite Furtwängler, da war Wirtinger, da war Hahn und dann als Extraordinarius Menger. Es ist sowohl auch Gödel, das kann man durchaus erwähnen, aber Gödel hat praktisch nie gelesen. Und nach dem Kriege ebenfalls vier große Gestalten. Auf der einen Seite die beiden Schmetterer und Lafka mit riesigen Schulen, wo jetzt die Schüler tatsächlich die bedeutenden Mathematiker in Österreich auch sind. Und dann Hofreiter, der Bürokrat, der dafür gesorgt hat, dass alles in Ordnung läuft und der dafür gesorgt hat, dass die Mittelschullehrer eine solide mathematische Ausbildung haben. Und der vierte, der ist eigentlich, den ich erwähnen möchte und den ich erwähnen muss, das ist eigentlich ein Botschafter gewesen von der Zeit von viel, viel früher, weil er war der Älteste unter ihnen. Das war Johann Radon, der 1887 in Tetschen geboren ist, ein Altösterreicher. 1910, also noch in der Monarchie, in Wien zum Doktor der Philosophie promovierte und dann nach Göttingen gekommen ist und bei wem studierte? Natürlich bei Hilbert. Ein bedeutender Mathematiker, der eigentlich schon immer wieder nach Wien zurück wollte und es ist dann knapp nach dem Krieg gelungen, ihn, der ebenfalls frei von jeglicher Nazi-Affinität war, nach Wien wieder zu gewinnen und der in Wien gleichsam die Hohe Schule von Göttingen wieder repräsentieren konnte. Radon war von 28 bis 45 in Breslau. Als dann die Rote Armee gekommen ist, ist die Familie geflüchtet von Breslau. Sie sind gefahren also nach Innsbruck, denn da war eine Schwägerin von Radon.
Aber es war nur ein kurzer Aufenthalt und dann ist er schon 1946 Ordinarius am Mathematischen Institut an der Universität Wien geworden. Und Kurt Christian, ein Logiker, der damals, also der Radon sehr gut gekannt hat, hat anlässlich der Enthüllung dieser Gedenkbüste geschrieben, dass Radon ein liebenswerter, gütiger, bei Schülern und Kollegen im hohen Maße beliebter Herr gewesen ist. Ein hochbedeutender Mathematiker, ich werde es Ihnen dann am Ende des Vortrages noch vorführen, aber erlauben Sie mir auch zu sagen, nicht nur ein großer Mathematiker, sondern auch ein homme de lettres und ein kunstsinniger Mensch. Er liebte die Musik und pflegte die Hausmusik, war selbst hervorragender Geiger und hatte eine schöne Baritonstimme. Seine Liebe zur klassischen Literatur dauerte bis zuletzt an. Das ist, wenn Sie so wollen, dieses universelle Wesen einer Persönlichkeit ist etwas, was wir von der damaligen Zeit hier in einem Echo wiederhören. Ich habe zufälligerweise bekommen, die kleine Geschichte, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, wie Österreich damals gewesen ist, zur Zeit, bevor die Katastrophe des Ersten Weltkrieges eingetreten ist. Da schreibt Hertha Zuckerkandl, die diesen wunderbaren Salon hatte, den sie, wo sie war, überhaupt des Café Landmann, wie sie einmal bei diesem Salon Klimt eingeladen hatte. Und Klimt ist gekommen mit seinem französischen Kollegen Rodin. Und Zuckerkandl schreibt, neben Klimt saßen im Salon zwei wunderschöne Frauen, die auch Rodin zückten. Alfred Grünfeld hatte sich in dem großen Saal, dessen Flügeltüren weit offen standen, ans Klavier gesetzt. Er war der Pianist. Klimt schlich zu ihm. Ich bitte Sie, spielen Sie uns Schubert. Und Grünfeld, die Zigarre im Mund, träumte Schubert vor sich hin. Da beugt sich Rodin zu Klimt hinüber. So etwas wie bei euch hier habe ich noch nie gefühlt. Ihre Beethoven-Freske, die so tragisch und so selig ist. Eure tempelartige, unvergessliche Ausstellung. Und nun, dieser Garten, diese Frauen, diese Musik. Und um euch, in euch, diese frohe kindliche Freude. Was ist das nur? Ich, also Zuckerkandl spricht, übersetzte Rodins Worte. Klimt neigte seinen schönen Petruskopf und sagte nur ein Wort: Österreich. Diese Idee von Österreich, erfahren wir hier in einem Echo. Und das ist das, was Tradition bedeutet, dass man sich bewusst ist, dass es das hier gibt, gab und weitergeben soll. In einer veränderten Art und Weise, aber wie auch immer. Und nun zu der mathematischen Leistung von Radon, die eminent war. Es gibt einen Satz in der Maßtheorie, der Satz von Radon-Nikodym, der in Wirklichkeit der Hauptsatz dieser fundamentalen mathematischen Theorie ist. Aber eine andere Erkenntnis Radons kann ich Ihnen geometrisch relativ einfach darstellen. Sie müssen sich vorstellen, Sie hätten hier drei Kreisscheiben in der Ebene. Drei Kreisscheiben, die irgendwie in der Ebene liegen. Drei Kreisscheiben. Und nun möchte ich diese Kreisscheiben mathematisch erfassen. Wie kann ich sie mathematisch erfassen? Ich sehe sie ja mit meinem Auge, aber das Sinnliche muss jetzt geistig beschrieben werden. Ja? Also ich lege in die Ebene hinein ein Koordinatensystem. Ich bin Descartes. Ja? Descartes hat das erfunden, man macht Koordinaten. Und nun erfasse ich diese Kreisscheiben, indem ich durch den Ursprung des Koordinatensystems eine Gerade lege, die zur x-Achse, zur waagrechten Achse, einen Winkel Alpha einschließt. Und diese Gerade nenne ich eine R-Gerade, denn der Abstand vom Ursprung auf dieser Geraden, das ist dieses R. Und was nun Radon macht, ist, er projiziert nun, er denkt sich gleichsam Lichtstrahlen senkrecht auf diese schräge Gerade vom
von unten her gerichtet. Und diese Lichtstrahlen zeigen, wie groß sozusagen die Schatten sind, wie dicht die Schatten sind, die diese Kreisscheiben erzeugen, wenn die gerade in diesem Winkel Alpha ist. Also groß R zeigt mir an, wie diese Kurve ausschaut, die man hier sieht. Und nun sagt Radon, wenn ich jetzt den Winkel Alpha anders lege, kriege ich ein anderes Bild. Wenn ich den Winkel Alpha wieder anders lege, kriege ich ein anderes Bild. Und so, wenn ich sozusagen diese R-Gerade herumdrehe, kriege ich immer andere Bilder, immer andere blaue Bilder. Und die Gesamtheit all dieser blauen Bilder beschreibt mir eigentlich, wie diese drei Kreisscheiben in der Ebene liegen. Man kann das wieder zurückführen. Das nennt man die Radon-Transformation. Und Sie werden sich sagen, na wozu brauche ich das? Und ich sage es Ihnen, das macht diese Radon-Transformation, dieses Gerät. Sie kennen das vielleicht, die, die glücklich sind, kennen es vielleicht noch gar nicht, aber das nennt man einen Computertomographen. In diese Röhre wird das Gewebe hineingeschoben, das untersucht wird. Und dann wird entlang dieses Kreisringes auf der einen Seite Licht weggesendet und auf der anderen Seite wird empfangen, wie viel Licht geht durch. Also man sieht dann gleichsam, je nachdem, welchen Winkel der Lichtspender einschlägt, wie stark das Gewebe die Lichtstrahlen durchlässt oder nicht durchlässt. Und Sie bekommen dann sozusagen als Bild die Radon-Transformierte dieses Gewebes. Und dann können Sie sie wieder zurücktransformieren und Sie haben das genaue Bild, das haargenaue Bild dieses Gewebes vor sich. Und als Radon das gefunden hatte, hat er noch keine Ahnung gehabt, dass es jemals einen Computertomographen geben wird. Aber die Idee war schon da. Das ist die unglaubliche Leistung der Mathematik. Also wir bieten Ihnen sogar Leben, wenn Sie so wollen. Und außerdem ist es schön. Und wir verstehen jetzt, warum das Ding so funktioniert. Das ist das Wunderschöne. Wenn wir verstehen, dieses Ding, also wenn Sie mal drinnen sind, es tut überhaupt nicht weh, es macht immer nur einen fürchterlichen Lärm, dann weiß man, dann geht dieses Gerät wieder los. Das misst einfach nur, wie Licht durchläuft. Licht in einem allgemeineren Sinn als sichtbares Licht. Also das ist dann die Antwort auf diese Frage. Wozu Mathematik? Sie wissen das ja in der Schule. Wie kann man den Lehrer, den Mathematiklehrer, am leichtesten ärgern? Er verschwitzt, steht an der Tafel, hat endlich die Ableitung zusammengebracht. Gibt es irgendwelche Fragen, stellt er der Klasse und hinten zeigt einer auf. Wolfgang, was ist denn? Herr Professor oder Frau Professor, wozu brauche ich das? Und ich darf Ihnen sagen, die Frage ist natürlich berechtigt. Und weil die Frage berechtigt ist, wollen wir die Frage auch ernsthaft behandeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben das große Vergnügen, dass wir diesen intellektuellen Genuss, Mathematik für alle, ohne dass wir Angst haben müssen vor einer Zentralmatura, dass wir Mathematik für alle machen können, einfach nur der Genuss des Verstehens, dass wir dieses Projekt weiterführen können. Die Ministerien geben uns weiter die Hilfe. Ich habe das Vergnügen, ich bin dankbar, nicht? Also meine Frau macht alles, dass das wirklich so klappt. Ohne sie würde ich da einfach nicht stehen oder wenn ich da stünde, würde ich dann allein da stehen, weil ich das sicherlich falsch organisiere. Und weil das alles so gut klappt, werden wir uns, wenn Sie wollen, am 11. März sehen. Und ich möchte also beginnen, darüber zu sprechen, wozu man Mathematik braucht. Ein paar Andeutungen. Schon allein deshalb, weil die Wirtschaftskammer uns unterstützt, wenn wir mal sagen, dass sogar Lehrlinge, ja, sogar im einfachsten Dinge Mathematik tatsächlich brauchen. Wir wollen mit dem wirklichen Einfachen anfangen, mit dem Alltag beginnen und dann weitergehen, die Mathematik in der Natur und die Mathematik in der Wirtschaft, das ist natürlich entscheidend. Aber der vierte Vortrag in dieser Reihe, ich habe es mir fest vorgenommen, wird heißen, ich brauche Mathematik an und für sich. Irgendwann einmal müssen wir das auch so sehen. Aber vorher wollen wir uns der Welt zuwenden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke, dass Sie diesen Streifzug der Mathematik durch Österreich mit uns mitgegangen sind, mit meiner Frau und mit mir, dass wir also das
zusammen erleben durften. Es ist, wie Otto von Haneck sagt, ein gutes Land. Es ist wirklich ein gutes Land, aber nur deshalb gut, weil wir wirklich das Glück haben, dass hier kluge und für das Land sich in jeder Hinsicht bemühende Menschen einsetzen, auch in mathematischer Hinsicht bemühende Menschen einsetzen. Wir sind da in der Hinsicht gar nicht schlecht. Sie können mir glauben, ich habe jetzt aufgehört mit der Zeit so 1950, 1960. Es ist natürlich eine Zeit, die schon längst vergangen ist. Wie schaut die Mathematik jetzt aus, werden Sie mich fragen. Ich darf Ihnen nur eines sagen, sie schaut extrem gut aus, was die hohe Wissenschaft anlangt. Ja, wie wird es in Zukunft ausschauen, werden Sie fragen. Ich gebe Ihnen die Antwort, sie wird in Zukunft dann sehr gut aussehen, wenn wir auch eine gute Basis schaffen, denn auf der Basis kommt dann wieder die hohe Wissenschaft herbei. Diese große Basis wird geschaffen natürlich durch die Arbeit an den Schulen, das ist keine Frage. Aber auch ein bisschen glauben wir, dass wir auch daran teilhaben, dass wir diese Basis schaffen, dass wir ein gutes Klima schaffen, dass die Leute sagen, Mathematik, das ist wirklich wichtig. Und außerdem ist es schön. Und diese Schönheit habe ich versucht, auch im Hinblick ein bisschen mit dem Zusammenhang mit Geschichte Ihnen zu vermitteln. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und danke, dass Sie da gekommen sind.